Ja, schönen guten Tag. Christian Müller-Hergel, mein Name, vom Dialog- und Transferzentrum Demenz an der Universität Wittenherdecke. Ich möchte Ihnen heute den neuesten Forschungsnewsletter unseres Dialogzentrums vorstellen, in dem wir wieder eine Reihe interessanter internationaler Studien zum Themenfeld Demenz und zum Versorgungsfeld auch vorstellen möchten. Das ist jetzt schon der 25. Newsletter. Alle anderen können Sie übrigens auch runterladen. Ja, ich fange mal an mit einem Themenfeld, Krankenhaus. Also Demenz und Krankenhaus ist ja inzwischen ein relativ spannendes Themenfeld. Und da hat sich folgende Konstellation ergeben: Wenn die Menschen mehr zu Hause bleiben und dann in Krisen kommen, ja, wo gehen sie dann hin? Ins Krankenhaus. Das heißt, es gibt immer mehr Aufnahmen, Notaufnahmen von Menschen mit Demenz, oft auch mit herausforderndem Verhalten, neuropsychiatrischen Symptomen. Und wenn dann die wieder aus dem Krankenhaus rauskommen, dann sind oft diese neuropsychiatrischen Symptome, die sind noch nicht wirklich, die klingen nicht ab und das Delir, das klingt noch nach, mit dem Ergebnis, dass die oft schnell wieder rein müssen. Um das zu verhindern, hat man in Kanada einen neuen Dienst gegründet, den nennen die dort geriatrischen Intensivdienst. Das geht über 3 Monate. Und ist so eine Art Idee von gemeindenaher Psychiatrie. Konkret bedeutet das, diese Personen aus dem geriatrischen Intensivdienst, die gehen mit den Leuten zu Ärzten, zur Tagespflege, zu freiwilligen Diensten, die machen Behördengänge und die entwickeln so etwas, das nennt man System Capacity, also so eine Art Netzwerkkapazität. Und die Vorstellung ist, dass nach 3 Monaten die ein bereichertes häusliches Milieu haben, das verhindert, dass die schnell wieder ins Krankenhaus oder auch ins Heim müssen. Im Moment scheint das toll zu funktionieren. Angehörige, aber auch die betroffenen Personen äußern sich ziemlich begeistert. Ja, die Technik macht vor der Demenz nicht Halt. Zunehmend nutzt man Tablets, Touchscreens, Apps. Deren Nutzen ist eigentlich schon ziemlich erwiesen, um Agitiertheit und Ängste zu mildern, zu dämpfen. Und das gilt auch bei sehr einfachen, kostenlosen Apps, die man sich runterladen kann. Es müssen also nicht unbedingt speziell entwickelte Apps sein. Das hat den Vorteil, dass natürlich die Zugänglichkeit und die Kosten hier reduziert sind. Die Mitarbeiter sind oft überrascht, wie intensiv und anhaltend sich Menschen mit Demenz damit befassen können. Ja, auch bedeutsame positive Aktivitäten, die da in Gang kommen, auch teilweise Apps, wo man zusammen mit anderen spielen kann oder Musik hören kann, sich austauschen kann. Also durchaus eine sinnvolle Möglichkeit der Tagesgestaltung. Der nächste Schritt ist ein bisschen überraschender: Roboter. Ja, auch Roboter werden eingesetzt, und zwar zunehmend für die Schritt-für-Schritt-Anleitung bei Tätigkeiten. Also zum Beispiel sich eine Tasse Tee machen oder auch sich was anziehen oder ausziehen oder Schlüssel finden. Und diese physische Präsenz ist oft besser als so, ich sag mal, elektronische Tafeln, die auf Tagesaktivitäten hinweisen, weil der Roboter ist ja in unmittelbarer physischer Präsenz, der läuft mir ja nach oder ist an der Seite. Und Angehörige finden diese Roboter besonders gut im Kontext so von wiederholenden Fragen. Ja? Manche Menschen mit Demenz, die stellen immer wieder die gleichen Fragen. Wo bin ich? Wie spät ist es? Wann geht es denn weiter? Wann kommen wir nach Hause? Und diese nervenden Aspekte, die entfallen natürlich beim Roboter. Der antwortet in gleichmütiger Gelassenheit, auch beim 200. Mal, wo man jetzt ist. Ja? Und das finden die Angehörigen eigentlich sehr entspannt. Insgesamt ist es aber so, dass die Angehörigen begeisterter waren als Menschen mit Demenz. Die sagen dann eher, ja, für Leute, denen schlechter geht als mir, die könnten das gut gebrauchen. Muss man mal sehen, was daraus wird. Ja. Was macht Angehörigen am meisten zu schaffen? Depressionen, Agitiertheit und Apathie, das ist für Angehörige am allerschwersten zu ertragen. Allerdings ist es nicht so sehr das Verhalten an sich, sondern eher die Persönlichkeit und die Stressschwelle, die die Angehörigen selber haben. Also nicht so sehr die Häufigkeit und Schwere der Symptome, sondern letztlich die Verfassung der Angehörigen entscheidet, wie erträglich sowas ist. Übrigens, das Phänomen, das am durchgängigsten und am stabilsten in der gesamten Demenz sich hält, ist die Apathie, nicht so sehr die Agitiertheit. Das ist die Apathie. Gut.
Fortbildung, Mitarbeiter, Entwicklung, da hat sich wieder gezeigt, Fortbildungen, die anschließend mit Fallbesprechungen, Supervision, Implementierungsanstrengungen begleitet sind, die haben einen besseren Effekt. Leider halten trotzdem die Effekte meistens nicht so lange an. Und zwar dann, wenn das dann doch nicht wirklich Eingang in die Routinen und in den Arbeitsalltag findet. Das heißt, man kann das alles noch so toll finden und wird auch anschließend nett begleitet, aber wenn das nicht richtig verankert wird in den Alltagsroutinen, verschwindet das wieder. Da in dem Zusammenhang hat man auch beobachtet, dass Einrichtungen so ein paar Monate nach der Einführung einer Intervention wieder so ein bisschen nachlassen. Ja, man vergisst das wieder ein bisschen, man hat andere Prioritäten, die nächste Aufgabe kommt in den Vordergrund und dann vergisst man das. Und das heißt, so nach 6 bis 8 Monaten sind viele Interventionen folgenlos wieder verschwunden. Welche Fortbildungen haben den meisten Effekt für Bewohner? Das ist ganz interessant. Das sind diejenigen Fortbildungen, die möglichst konkret sind. Das heißt, es geht um Ernährung, es geht um Vermeidung von Fixierung, es geht um Kommunikation und es geht um Umgang mit herausfordernden Verhalten. Diese Themen haben am ehesten messbare Folgen für die Bewohner selbst, nicht nur für die Mitarbeiter. Ja, wie immer wünsche ich Ihnen eine angenehme Lektüre. Viel Spaß beim Lesen. Vielleicht finden Sie das eine oder andere anregend. Über Rückmeldungen Ihrerseits freuen wir uns immer. Sie können dann den Newsletter runterladen von unserer Website. Wenn Sie Fragen und Anregungen haben, melden Sie sich. Ich sage Ihnen auf Wiedersehen, bis dahin. Und freue mich auf den nächsten Newsletter. Tschüss.